Was willst du denn von mir, du Hund? Du bist ein Tierquäler. Oh mein Gott, meine Katze. Ich bin so traurig. Pet, ihr könnt mir nicht sagen, dass diese Farm nicht OP ist. Alter, Romatra hat den Status Ratte. Geil. Okay, wir machen erstmal den Shop fertig. Das geht super schnell, Leute. Das geht super schnell. Den Shop fertig bekommen werden wir wahrscheinlich nicht, aber wir werden auf jeden Fall good progress machen. I guess. Das schmeckt. Ich muss auf jeden Fall mit Elpe, mit Kev mal reden, Leute. Wegen dem seinem Haus. Das geht nämlich so nicht. Das Haus kann so nicht bleiben. Hallo? Hallöchen, jetzt höre ich dich. So, Kev, schönen guten Tag. Ich wollte immer mit dir reden. Wir sind ja jetzt Nachbarn. Sozusagen, ja. Sozusagen. Du hast dich ja quasi da einfach irgendwo dazwischen gequetscht, wo ja eigentlich kein Baugrund besteht, laut Recht. Doch, klar. Naja, also das war ja noch markiert, sag ich mal, alles von Gamers Time, ne? Genau, und der hat das abgetreten, weil ich mit Spark gesprochen hatte und der hatte nur pauschal den gesamten Server ja geclaimed. Der einzige, wo sich das Gebiet geschnitten hat, das war Fabo. Aber mit dem habe ich gesprochen, dass solange ich in der Luft bleibe und ihm den Berg abbaue, stört ihn das nicht. Und deswegen bin ich genau, weil da ja auch die Toilette ist, vor der Grenze geblieben bis zur Schlucht zwischen Spark, Fabo und Petrit. Ja, also ich muss sagen, Kev, ich finde das nicht schön. Das habe ich schon gehört, aber das glaube ich Geschmackssache, oder? Geschmackssache ist es auf jeden Fall. Ich meine, du warst ja doch eine lange Zeit nicht da, hast ja sicherlich nicht mitbekommen, dass sich im Minecraft-Game eines geändert hat. Du warst ja sehr viel in Bitcoins-Investments unterwegs und sowas. Mom. Was soll ich sagen, Kev? Also ich glaube, wir müssen da eine Lösung finden. Ich gebe dir auf jeden Fall später ein wenig Slimeballs. So, ich baue gerade einen Slime-Shop, das kommt alles, das ist kein Problem. Was stört dich denn daran? Was? Die oder schiere was Größe, die schiere Größe, Kev, es ist riesig. Das ist Haram. Okay, Kev, pass auf. Also ich kann dir sagen, die Größe, so von links, rechts, hinten, vorne, wird es nicht mehr. Das ist schon die finale Fläche, die es hat. Wie viel Slime brauchst du überhaupt eigentlich? Ich weiß gar nicht, du machst doch einen Shop, was sind denn deine Shoppreise? Also 32 Slime-Balls mache ich für 5 Dias, habe ich gesagt. Boah, so teuer? Ja, das Ding ist halt, die sind ja ultra schwer zu bekommen. Aber wenn du die Farm hast, hast du doch unendlich. Du kriegst doch. Ich habe aber noch keine Farm, das ist das Ding. Die Preise werden sinken. Pass auf, ich mache dir Nachbarschaftspreis, gib mir 4 Dias für die 32 und dann machen wir das. Ja, komm, weißt du, was machen wir? Wir machen sie. 4 Dias gebe ich dir. Ja. Ich glaube, ja, pass auf, doch. Ich gebe das dir jetzt. Ich glaube, dass das Raumschiff gut aussehen wird. Ich bin mir da sicher. Weil ich weiß auch, dass du immer, du neigst halt zum größten Wahnsinn. So, du bist halt geil, Kev, Alter. Du hast nichts anderes zu tun in deinem Leben. Aber ich glaube, das wird geil. Das ist das Zeichen dieser Kooperation. Das ist das, was wir brauchen. Wir haben einen Bündnispartner. Wir haben einen Bündnispartner gegen, sag ich mal, diesen Schandfleck der Toilette. Pass mal auf, Kev. Ich honoriere das nicht nur. Das ist Ehre für mich, ja. Und das, guck mal hier, das kommt hier direkt, als Haus. Als Zeichen unseres Bündnisses. Das ist geil, Alter. Das ist richtig geil. Das kommt hier direkt hin. Das heißt, den ganzen Schank jetzt quasi erstmal hier unten covern. Got you. So, und hier kommt dann quasi auch gleich direkt. Da müssen wir hier ein bisschen Platz haben. Mal ganz kurz überlegen. Die Collectible Areas. Wo mache ich die am besten hin, Chat? Die Collectible Areas mache ich am besten dann hier hin, oder? Also quasi. Und ich muss noch viel, viel mehr ausheben, Leute. Also fangen wir erstmal hier unten quasi an und setzen hier erstmal diese Dinger hin. So, und dann alle 2,5 Blocks. Alle 2,5 Blocks muss dann quasi nochmal eine Ebene hin. 1,5, 2. Das ist dann quasi 1,5 Block und das sind 2,5 Blöcke. Checkt ihr? Nee, warte mal. So ist es richtig. So. Das heißt, die eine Ebene ist dann quasi 3,5 Blöcke. Also quasi so. 1, 2, 2,5. Das ist ein halber und das sind 2. Also muss quasi hier. So jetzt richtig, ne, Chat? So ist es korrekt. Ich hole mir ganz kurz ein bisschen... Ich hole mir Holz, Leute. Denn ohne Holz läuft hier gar nicht. Alter, ich bin so clever, Leute. Warum? Patrick will meine Katze entführen. Der kann die gar nicht entführen. Ich habe meine Katze bei mir. Die hat sich zu dir geportet, ne? Ja. Patrick ist gerade in meinem Haus gewesen, Chat. Oh mein Gott, was für ein Loser. Wir verstecken die Katze, Leute. Wir verstecken die Katze. Mann, hier ist eine unnötige Spinne, die unsichtbar ist. What the f***, Mann? Hör auf, nur rumzuschreien. Boah, G-Time. Nein, du bist... Ey, das ist nicht lustig. Ich kann nicht anders reden. Und außerdem bist du ein Tierquäler. Können wir eine 1 in den Chat haben, wenn Reapers ein Tierquäler ist? Ey, das willst du anstrengend. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Revi. Du musst damit aufhören, sofort. Womit, was? Mit Rollenspiel? Mit allem, ja. Ich brauch noch ein bisschen... Hey, du lachst, aber es ist mir wirklich zu anstrengend. Ich brauch Bruchstein. What the f***? Alle bei mir 2 im Chat. Ich liebe euch. Chat, ihr seid die Besten. Die haben mich wohl nicht verstanden. Du bist ein Tierquäler. Petrit, wo ist meine Katze? Keine Ahnung, ich habe Felix nach dir entführt. Rotpilz war das? Ja, also ich war beteiligt, aber ich habe keine Ahnung, wo die reingetan hat. Da war ich kurz AFK. Okay, Petrit, ich krieg meine Katze jetzt zurück. Ich habe mich wegen dir mit G-Time gestritten. Wenn ich meine Katze nicht zurück habe, dann werde ich euch bannen lassen. Warte, wieso hast du dich mit G-Time gestritten? Wegen dir, weil der die ganze Zeit mich getriggert hat, als ich sauer war wegen dir, wegen der Katze. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Doch. Indirekt schon. Du besorgst die mir zurück und die hat wieder den gleichen Namen wie vorher. Ansonsten müssen wir leider andere Seiten aufziehen, verstehst du? Ich habe Angst, dass er meine Basis auseinandernimmt. Rotpilz, deine Basis wird auseinandergenommen, wenn ich meine Katze nicht zurückbekomme. Es ist mir egal. Ich spreng da auch einfach. Petrit, ich krieg jetzt meine Katze wieder. Und ansonsten, was krieg ich dafür? Wie,
was kriegst du dafür? Du kriegst keine Strafe. Nee, ich will was dafür haben. Was willst du dafür haben? Biet mir einfach was Kleines. Muss ja nichts Großes sein. Muss ja jetzt nicht irgendwie. Was willst du denn von mir, du Hund? Du bist ein Tierquäler. Alter. Tierquäler, genauso wie Reaps und Rotpilz. Ist der Tierquäler. Das ist richtig eklig. Was soll ich jetzt tun? Meine Hände sind gebunden. Nein, die sind nicht gebunden. Du bist ein Tierquäler. Du hast eine Katze seinem Herrchen entrissen. Okay, ich werde die Katze jetzt suchen, okay? Das ist meine Aufgabe. Ich krieg die lebendig zurück mit dem gleichen Namen. Boah, Peter, du bist so ein Tierquäler geworden. Ich hätte das niemals von dir gedacht, wirklich. Weil du warst immer ein korrekter Typ, weißt du? Dass du dich an Tieren, Bro. Das sind Tiere, Mann. Oh mein Gott, meine Katze. Ich bin so traurig. Nee, aber Real Talk jetzt, genug jetzt. Du kriegst die Katze nicht. Ich krieg die Katze. Nicht. Doch, kriege ich. Okay, dann bist du ab jetzt ein Tierquäler im Projekt. Meine Kinder sind so süß. Kommt, meine Kleinen, kommt in die Ecke. Kommt, kommt, ihr kleinen Süßen. Kommt her zu Papa. Und jetzt bringt euch Papa alle um. Ja, Papa will euer Sekret nämlich. Oh, ihr seid so dumm, seid ihr. Ihr schwimmt immer nach oben, weil da der Sauerstoff ist. Ihr seid so dumm, Alter. So, Freunde. So, weg mit euch, kommt. Weg von meiner Slime-Farm, ihr blöden Slimes. Macht das Sinn, wenn ich zu den Slimes sage, die sollen weg von meiner Slime-Farm? Ne, eigentlich ja nicht, ne? Genau. Alter, Chat, ihr könnt mir nicht sagen, dass diese Farm nicht OP ist. Die läuft noch nicht mal richtig. Ich mache jetzt schon so viel Slime. Holy shit. Guck mal, wir gehen jetzt hier einfach mal raus. Zack. Wieder mal mehr als ein Stack. Und wenn jetzt so automatisiert läuft, guck mal, was ich jetzt hier in der Zeit alles schon gefarmt habe. Das ist doch verrückt, oder nicht? Ah, das ist ja wirklich wild. Ja, automatisch wäre besser. Ja, da sind wir gerade auf dem Weg hin. Digga, das ist so viel. Holy shit, Leute. Schauen wir mal, wie viel Slime wir jetzt insgesamt gefarmt haben. Über die ganze Zeit haben wir einfach eine komplette Schalker-Box Slime voll gemacht. Checkt ihr das, Leute? So, die Farm sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt kommt theoretisch der nächste Schritt, Leute. Hopper und Lagerfeuer. Hallo. Ganz zwei auf einmal. Hallo, hallo. Moin. Meine Farm ist fertig, Max. Slime-Farm. Weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Hä? Warum? Die ist noch nicht voll automatisiert. Also ganz fertig ist sie noch nicht, habe ich ein bisschen gelogen gerade. Aber. Ja, wusste ich. Geil. Aber ist aber ein bisschen fehlt noch. Ich möchte jetzt hier was ganz anderes in Frage stellen. Und zwar. Nein! Loser! Nein! Wie viele Tode hast du mittlerweile? 60 Level! Hast du? 60 Level! Meine Elytren haben sich einfach nicht geöffnet. Alter, ich dachte doch nicht, dass man mit Full Netherite sterben kann. So, und jetzt hier das ganze Feuer drauf. So ist es geil. Wir testen kurz, ob das funktioniert. Mal lesen. Kommt die Kartoffel vorne rein? Ja, die Kartoffel kommt vorne rein. Let's go, das funktioniert. Boah, Junge, okay. Geil. Jetzt müssen nur noch die Iron Golems dahin. Dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir einfach eine Farm gebaut. Kenne ich gar nicht von mir. Siehst du da oben zum Beispiel der jetzt hier? Guck mal, der jumpt jetzt hier runter, siehst du? Zack, fällt hier drauf. Zack, verbrennt unten direkt. Die Items werden direkt hier rüber transportiert und gut ist. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist halt noch komplett abdichten und hingehen, dass überall noch Iron Golems stehen. Und ansonsten ist das Ding soweit fertig. Also ich muss hier noch ein paar Wände ziehen, die Iron Golems einstellen und dann läuft das schon. Und ich habe jetzt gerade insgesamt, hier vorne zum Beispiel, die Reihe muss auch noch eigentlich weg, weil hier dürfen eigentlich auch keine Slimes spawnen. Also eigentlich müsste hier noch eine Reihe Hopper hin. Ja, Digga, ich habe jetzt insgesamt schon wieder 1,5 Stacks Slimes, was sau OP ist in meinen Augen.